Fantastic. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Let's Play Castle Crush mit Winifred. Heute haben wir was Besonderes vor. Wir werden nämlich, ich habe versucht, den Phoenix so hochzuziehen, wie es geht. Das haben wir auf zwei verschiedene Art und Weisen mal gemacht. Zuerst mal gegen den Iron Man, da war ich, weil er nicht, wieder nicht in meinen Clan reinkam, wegen Bugs und so weiter. Bin ich dann in seinen Clan, oder beziehungsweise er war, glaube ich, in diesem Clan zufällig drin und dann bin ich da reingegangen. Ich nehme den Phoenix. So, der Phoenix, den wir ja hochziehen wollen, bis hinten gegen, er wird ihn jedes Mal töten und das Ei am Leben lassen. Das ist so die Taktik Nummer 1. Gleich sehen wir noch ein Spiel gegen Hilp. Da haben wir es mit einer anderen Taktik probiert. Wir nehmen allerdings auch immer mal wieder die Heilung der Natur für die Burg, ne, für die Overtime, weil in der Overtime ja quasi die Burg dann sich selber zerstört. So. Ich nehme dann öfters schon mal den Windstoß, um halt den Phoenix wieder an den Anfang zu kriegen, denn desto mehr Zeit hat er dann, um quasi den Phoenix kaputt zu machen. So, Statue ist auch ganz wichtig, um halt so ein bisschen noch Zeit zu gewinnen. Und wir werden mal sehen, wie weit wir kommen. Der ist jetzt tot. So, der Phoenix ist tot. Ich brauche jetzt auch gar nicht den Windstoß zu nehmen. Er nimmt jetzt mal wieder Heilung der Natur. Hat schon 7291 bei seiner Burg. Er ist jetzt gerade mal bei plus 3. Wiederbelebung habe ich drin, brauche ich natürlich jetzt erstmal nicht. Er nimmt jetzt den, der Meteor. Er ist natürlich so das Problem. Dadurch, dass es jetzt hier noch keine Turnier-Caps oder beziehungsweise so Freundschaftsspiel-Caps gibt, also von den Leveln der Karten her, ist das natürlich gegen Iron Man jetzt ein bisschen schwierig, weil er die Karten noch nicht so ganz so hoch hat, wie zum Beispiel der Hilp. Das wird wahrscheinlich auch noch kommen irgendwann, dass sie dann sagen, in Freundschaftsspielen machen wir dann auch so wie bei Clash Royale, dass die Karten dann so eine gewisse, einfach so eine gewisse Stärke haben, dass das halt angepasst wird, ne? Dass es fair ist, dass dann dass dann auch Gleichheit ist. Aber das gibt's jetzt aktuell noch nicht, das hat's jetzt für uns ein bisschen schwieriger gemacht. 10.000 haben jetzt unsere Burgen schon. Er hat wieder den Meteor genommen. Es wird natürlich von Runde zu Runde wird's natürlich schwieriger für ihn, weil einfach der Phoenix ja auch immer größer wird. Das ist ja das Problem, ne? Das ist so auf jeden Fall das Problem. Der Phoenix wird einfach immer größer. So, jetzt habe ich schon mal zumindest wieder den Windstoß genommen, hab's wieder an den Anfang gesetzt. Jetzt sind wir schon mal plus 5. Ich habe es ja schon mal im normalen Spiel auf plus 6 gehabt, aber ich kann euch sagen, es wird auf jeden Fall noch höher gehen. Wir sind ja noch lange nicht bei der Overtime, aber wir werden sehen. Er hat jetzt mal gefreezed. Ja, ich kann den Freezer leider nicht benutzen, weil ich ja dann, wie gesagt, ich kann ja meine eigene Truppe nicht freezen, aber er hat ihn jetzt geschafft. So, er hat es jetzt geschafft. Er ist jetzt relativ mittig noch leider, der Phoenix. Das macht es natürlich jetzt gleich nicht ganz so einfach für den Iron Man. Ich habe auch leider keinen Windstoß. Ich habe leider keinen Windstoß, habe halt immer wieder mal zwischendurch was rausgedroschen von meinen Sachen, die ich hatte. Ah, Freundschaftsspiele sind schon lustig. Die sind auf jeden Fall schon lustig, da kann man so viel lustiges Zeug mitmachen. Und, ja, immer noch keinen Windstoß, ich habe einfach nur noch den Metamorph, den ich natürlich auch ab und zu dann mal wegwerfe. Und wir müssen mal gucken, ich weiß gerade gar nicht, wo. Ich glaube, wir sind jetzt bei plus 6. Er hat auf jeden Fall nochmal Heilung genommen, ich kann eigentlich auch nochmal Heilung nehmen, warum auch immer ich das jetzt nicht tue. Ja, das ist nämlich dumm von mir, denn jetzt habe ich quasi dadurch, dass ich die Heilung jetzt nicht benutzt habe, für die Burg, um die Trefferpunkte zu erhöhen, habe ich jetzt eben den Windstoß weggeschmissen. Das war leider ein Fehler, jetzt ist der Windstoß endlich mal da. Aber ich habe ihn falsch benutzt. Ja, ich habe gerade den Windstoß... Oh, ups, ich habe ihn genau dann benutzt, als Iron Man quasi seinen Meteor draufgeschmissen hat. Das war dumm, aber er hat es geschafft. So, das Ei ist tot. Beziehungsweise das Ei lebt, der Phoenix ist tot. Und wo ist er jetzt? Plus 7. Plus 7 schon mal. Das Viech geht am Ende natürlich... Einfach nur, das Viech geht am Ende einfach nur ultra steil, desto weiter du natürlich an den Schluss kommst. Ich werfe jetzt alles raus, was ich noch so sonst auf der Hand habe. Metamorph ist eigentlich eine scheiß Karte, dass ich sie dabei habe. Ich hätte lieber mal die Pfeile und so noch mit reinnehmen sollen, weil so kann ich den Metamorph nicht benutzen. Ich kann ihn nicht benutzen, sonst wird er leider ein Phoenix, aber jetzt wird er geschafft. Jetzt sind wir schon bei plus 8. Jetzt sind wir gleich in der Overtime. Wir sind bei 13.000 Trefferpunkten der Burgen jeweils, aber jetzt sind wir schon bei plus 8. Ich kann eigentlich nochmal Heilung der Natur nochmal reindreschen, jetzt können wir den Freeze nochmal verschwenden. Oh, den Schneesturm habe ich gerade nochmal gesetzt. Jetzt setzt er nochmal den Schneesturm. Der Phoenix ist leider immer noch am Leben. Den Metamorph habe ich weggeschmissen. Jetzt habe ich nochmal Freeze weggeschmissen. Jetzt kann ich eigentlich die Heilung nochmal benutzen. Jetzt wird es natürlich eng. Aber ich habe auch gewartet, weil ich ja nicht wusste, ob er die noch setzt. So. Windstoß natürlich gerade zum rechten Zeitpunkt. Komm, Heilung nochmal. Hey, nochmal die Statue, das ist gut. Heilung. Warum habe ich die nicht gesetzt? Manchmal denkt man sich so, wieso hast du so gespielt, wie du gespielt hast? Warum? Warum hast du das getan? Aber wir haben jetzt nochmal den Extra-Kristall. Und wo war der denn jetzt? Ich glaube, der war sogar schon bei plus 8, plus 9. Der war auf jeden Fall schon recht groß. Aber es wird, glaube ich, gleich nicht mehr reichen, denn ich weiß jetzt nicht, ob er das Ei nochmal kaputt kriegt. Ich kann die Heilung nochmal setzen. Jetzt sind wir wieder bei 8.000 Trefferpunkten. Hat der es nochmal geschafft oder hat das nicht mehr geschafft? Ansonsten muss man aber trotzdem sagen, war der Phoenix schon recht hoch. Nein, er hat es nicht mehr ganz geschafft. Und seine Burg müsste jetzt gleich auch kaputt sein, auch wenn ich jetzt nochmal mit dem Windstoß den Phoenix nochmal ans Ende packen konnte. Ich konnte jetzt sogar, glaube ich, nochmal die Heilung der Natur nehmen. Nochmal für meine Burg. Er ist doch mal tot.
Aber es reicht nicht mehr ganz. Da habe ich am Ende noch mal ein paar hinterher gesetzt. Aber war schon mal ganz interessant auf jeden Fall. Aber jetzt kommt der Supertrick. Wir haben nämlich gemacht, der Hilp und ich, dass wir beide den Phoenix setzen. Also ich setze den Phoenix und er setzt dann erst Mana-Ritual und dann den Metamorph, dass er quasi auch einen, oder ich, auf jeden Fall hat er auch er hat normalerweise einen Level 3 Phoenix, aber so hat er dann auch einen Level 1 Phoenix. Und die werden sich exakt ausgleichen. Die werden sich exakt ausgleichen. Passt mal gleich auf. So, erstmal ein paar Sachen weggeschmissen, die ich einfach nicht brauche. Ich brauche die Heilung nicht, ich brauche den Windsturz jetzt erstmal nicht. So, auch ganz geschickt gemacht eigentlich, hätte ich eigentlich auch machen müssen. Da einfach ganz viele Statuen hinsetzen, die man dann nicht braucht. Aber ist egal, so. Und ich muss natürlich, am Anfang mussten wir erstmal warten, bis wir den Phoenix überhaupt mal auf der Hand haben. Metamorph kann ich zwar setzen, aber wenn ich ihn gesetzt hätte, dann wäre eine Statue rausgekommen und wollte ich in dem Sinne nicht riskieren. Übrigens, wenn du Giant Growth Riesenwachstum nimmst, das Ei wächst auch. Das Ei wächst auch. Also er macht das für seine Statue. Jetzt haben wir ihn. Und das war jetzt unser Kennwort, dass ich quasi den Smiley gemacht habe, dass er wusste, ich setze jetzt den Phoenix. So, Phoenix gesetzt. Er setzt jetzt, denke ich mal, er setzt jetzt den Metamorph und das war der Fehler. Da kommt nämlich jetzt leider, da kommt jetzt die Statue raus, aber er hat nochmal Glück gehabt. Jetzt kommt nämlich doch der Phoenix raus. Und ja, jetzt gleichen sie sich exakt aus. Und dadurch, dass sie sich exakt ausgleichen, kommt am Ende einfach nur ein riesiges Viech dabei raus. Noch größer, noch viel größer als das von eben. Aber jetzt haben wir leider ein kleines Problem. Denn sein Phoenix ist viel weiter an der Ecke als meiner. Deswegen werde ich gleich auf jeden Fall auch mal den Windstoß dann nehmen, um halt die beiden exakt wieder mittig auszurichten, dass sie sich in der Mitte der Bahn treffen. Das ist einfacher. Das ist einfacher. Er nimmt jetzt den Rage auf den beiden Seiten. Und ja, wir haben noch den Windstoß, den ich jetzt gerade weggeschmissen habe. Warum immer, ich bin blöd. Wäre eigentlich sinnvoll gewesen, den da zu benutzen. Aber wirklich, guckt euch das mal an. Sie gleichen sich exakt aus. Ey, man kann so viele lustige Sachen machen. Wenn ihr noch ein paar lustige Sachen aufgenommen habt hierbei, schickt sie mir auf jeden Fall mal zu. Dass wir, weiß ich nicht, dass wir dann einfach mal so eine lustige Compilation machen. Ich hatte auch schon von jemandem gesehen aus meinem Clan, der hatte einfach den Drachen so mega hochgezogen. Es gibt viele lustige Sachen. Es gibt viele lustige Sachen. Und wo sind sie jetzt? Wo ist der Phoenix jetzt? Er ist schon bei plus 4. Und das war es natürlich nur, das war es noch lange nicht. Wir sind so, ey, guck das mal an. Die gleichen sich einfach mal exakt aus. Die beiden Eier liegen da und es passiert dann einfach mal nichts. Sie schlüpfen, sie treffen wieder aufeinander. Und es wird wieder das gleiche Spiel sein wie sonst auch. So. Zack, 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 zack. Sie sind jetzt wieder gleich kaputt. Und wo sind sie dann? Ich glaube jetzt plus 5, glaube ich, oder plus 6. Ich glaube plus 6, ne? So, Heilung der Natur kann ich nochmal setzen. Das ist natürlich immer nicht schlecht. So. Sind sie schon bei plus 6. Und es ist ja kein Ende in Sicht. Das Einzige, wodurch das limitiert wird, ist dann am Ende wirklich die Overtime, wo du dann wirklich dann natürlich dein Dorf, wo deine Burg dann immer schwächer wird, weil sie sich natürlich selber zerstört. Aber wir werden mal sehen, bis wohin wir kommen. Plus 7. Ihr könnt ja mal raten. Ratet mal in den Kommentaren. Und jetzt habe ich das mal gemacht. Um einfach mal, dass sie sich wieder mittig treffen. Sie sollen sich mittig treffen. Sie sollen nicht von den Statuen oder sonst was abgelenkt werden. Plus 8. Und es ist kein Ende in Sicht. Es ist einfach kein Ende in Sicht. Sie gleichen sich einfach komplett aus. Wenn ihr noch Ideen habt für Sachen. Oh, meine Kaffeemaschine hat gerade gepiept. Das habt ihr nicht gehört. Also, wenn ihr noch Ideen habt für Sachen, die wir nochmal testen sollen oder so, dann schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Schaut auf jeden Fall auch mal bei Hilp vorbei. Er fängt jetzt auch an. Ich weiß nicht genau, ob er jetzt nur Castle Crush macht oder auch Clash of Clans. Ich denke mal, er wird seinen Channel jetzt gerade erstmal aufbauen. Also guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Und jetzt ist es weiter. Die Eier sind immer noch da. Die Eier liegen immer noch da. Es ist vielleicht nicht ganz so spannend heute zum Zuschauen, aber es ist eigentlich am Ende gehen die Viecher einfach richtig ab. Plus 10. So, plus 10 und sie gleichen sich einfach immer wieder aus. Es ist so lustig. Und jetzt ist die Overtime. Und jetzt ist die Frage, wie weit kommen wir in der Overtime? Er hat schon 17.000 Trefferpunkte. Meiner hat gerade mal 15.400. Da muss ich jetzt gleich auf jeden Fall, sonst ist es eh vorbei gleich schon, sonst muss ich auf jeden Fall gleich nochmal Heilung der Natur setzen. Plus 12. Ah, da ist es nämlich nochmal. Die Stärkung für die Burg. Jetzt sind wir da bei 15.000. Er kann es aber gleich auch nochmal setzen. Jetzt ist er bei 16.000. Und sie leben immer noch. Und jetzt ist natürlich die Frage, wann werden sie sterben? Oh, nochmal Heilung. Plus 13. Und ich kann es euch jetzt schon mal verraten, wir kommen auf plus 15. Ihr habt es auf dem Thumbnail gesehen, plus 15 kommen wir hinterher drauf, das ist so groß. Alter, plus 15, na, wir werden es vielleicht später nochmal probieren, aber es ist auf jeden Fall schon ganz cool. Und wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, schickt sie mir gerne mal zu, wir sind jetzt auch schon am Ende dieser Episode. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Lasst mal einen Daumen nach oben, dann morgen jetzt wieder Clash of Clans. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut, bis morgen. Tschüss.